Du musst lernen, klarer zu kommunizieren, was du selber machst. Auch mit deinen Mitarbeitern klarer zu kommunizieren und mit dir selber klarer zu kommunizieren. Wenn du dir selber den ganzen Tag einredest, dass du ein blöder Typ bist oder ein blödes Mädel bist und dich irgendwie selbst fertig machst und deine Gedanken, wirst du natürlich nicht erfolgreich werden. Du musst das Ganze umkehren und eine positive Kommunikation mit dir selbst verwandeln, um erfolgreicher sein zu können. Ja, wenn ich zu Hause rumsitze auf meiner Couch und aus dem Fenster gucke, ja, könnte ich mich jetzt auch dafür fertig machen, dass wir jetzt noch nicht 3 Millionen Euro im Monat umsetzen. Ja, könnte ich auch sagen, oh, du bist so wack, du kriegst das nicht hin und du bist eine schlechte Menschenführung, deswegen kommst du nicht so weit. Aber auf der anderen Seite, hey, überleg mal, was du alles schon geschafft hast. Versuch dich mal auf das Positive zu fokussieren die ganze Zeit und fokussiere dich da drauf, wenn du mit dir selber kommunizierst. So. Im Marketing, wenn du jetzt ein Experte bist und anderen Menschen dabei ist, abzunehmen, dann wollen diese Menschen nichts von Mikro, Makro hören, sondern die wollen hören, hey, du kannst mit meiner Hilfe in der Lage sein, wirklich 5 Kilo abzunehmen. Wir machen das so und so und so. Diese ganzen Fachthemen interessiert keinen. Ja? Kein Mensch interessiert, ob du jetzt mehr Umsatz machst, weil du ein Verkaufsskript einsetzt, oder ob du jetzt mehr Umsatz machst, weil die Landingpage anders aussieht, sondern es geht darum, dass du mehr Umsatz machst. Ja? Das ist das, was die Leute interessiert. Das Endergebnis ist das, was relevant ist.